So, das ist eigentlich das Outro von dem Video, aber das benutze ich jetzt einfach als Intro von dem Video, denn heute geht es um diese Dose da hinten und die Geschichte, was mit der passiert ist und wie schwer es ist, da ranzukommen. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen, aber wieder mal to go unterwegs bei McDonald's. Schon wieder bei McDonald's? Letztens gab es erst so Royal Burger, dann gab es Käsesoße, dann gab es alles Mögliche. Und jedes Mal sage ich, ich weiß absolut nicht, was ich mit meinen Punkten anstellen soll. Jedes Mal kriegst du Punkte, wenn du da hingehst, aber dann nimmst du wieder irgendwelche Angebote, irgendwelche Coupons, wo du wieder Punkte mitsammelst und so weiter. Ich weiß nie, was ich mit meinen Punkten machen soll, außer es kommt mal ein Regenschirm, es kommt mal ein Anglerhut, es kommt mal eine Sonnenbrille. Sowas hole ich mir dann immer. Oder letztens auch diese Cola, die von der KI generiert wurde. Jetzt gab es wieder einen Coupon. Du konntest wieder Punkte einlösen. Bei meinen Prämien hier steht dabei, einlösen für 200 Punkte. Coca-Cola Creations Zero Sugar K-Wave Dose 0,25 Liter. Es gab also wieder eine neue Cola in der Dose. Ähnliches Design wie die andere, aber trotzdem ein bisschen anders. Und die möchte ich mir jetzt holen. Wir sind unterwegs, wir wollen die mal testen, gehen jetzt rein, lösen 200 Punkte ein von den 3700, die ich habe. Wird bestimmt eh nicht schmecken, aber wir testen das, damit ihr es nicht machen müsst. So, da sind wir wieder draußen. Ich habe jetzt auch einen Gutschein genommen erstmal, also so einen Coupon, weil ich habe gesehen, wenn du für 5 Euro bestellst, dann kriegst du schon wieder 200 Punkte. Und da gibt es jetzt einmal hier Pommes mit 2 Cheeseburgern und einer Cola für 5,99. Für 5,99 kriegst du schon wieder 200 Punkte dann zusätzlich wieder oben drauf, wo wir gerade 200 einlösen wollen. Die 200 einlösen haben wir extra gemacht, beziehungsweise ich hatte Jonas, Pupsi hat das gemacht. Und hier steht sie jetzt, diese Dose. Es war aber wieder mal eine schwere Geburt, überhaupt hier ranzukommen. Erstens sage ich, das Design sieht eigentlich richtig genial aus, vor allem auch dieses Cola, so in schwarz geschrieben, geschnörkelt, aber irgendwie so mit so einem weißen Untergrund hier. Und auf diesen lilanen, und dann drehst du das und dann verändert das die Farbe so ungefähr. Also irgendwie sieht das ganz chillig aus. Jetzt stelle ich euch mal hierher, aber erzähl, was es schon wieder für Probleme gab. Und zwar, Pupsi hat mein Handy gehabt, hat die 200 Punkte eingelöst, hat das abgescannt, hat die Bestellung abgeschlossen. Vorne haben sie ihr aber einen kleinen Becher Coca-Cola Zero hingestellt. Und dann haben die gesagt, ja, sie haben doch eine Coca-Cola Zero eingelöst mit 200 Punkten. War nicht so. Bei den Prämien kannst du gar keine Cola Zero auswählen für 200 Punkte. Die gibt's gar nicht. Die haben behauptet, wir haben 200 Punkte für eine Cola Zero in einem Becher eingelöst. Wir haben gefragt, aber es ging doch um diese Dose. Dann haben die gesagt, die Dose haben wir gar nicht. Hat sie die nächste geholt, hat es der gezeigt. Die hat gesagt, nee, solche Dosen haben wir nicht, ne? Dann kam der Nächste, ja, wir holen mal dies und das und jenes. Plötzlich kamen sie und haben gesagt, ach so, wir holen mal diese Dosen. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Jetzt haben sie dir also so eine Dose gegeben, weil du diese Dose ja bestellt hast und eingelöst hast. Du hast jetzt also die Dose über Umwege doch bekommen. War schon wieder heftig Umweg. Und dann kommt der große Chef, dem wurde das erklärt und er hat gesagt, ja, müssen Sie den Kunden dann halt Bescheid sagen. Dann hat die den Becher immer noch vor uns stehen, dann dreht die sich weg, sagt zum Chef, ja, da fliegt aber wieder einiges weg und dann fängt und kippt einfach diese ganze Cola da in den Abfluss. Das finde ich so eine Verschwendung, so bescheuert. Ich meine, wir haben zum Menü eh eine Cola bestellt, Cola Zero. Jetzt haben die gedacht, das ist eine Cola Zero, die wir für 200 Punkte eingelöst haben. Diesen Becher, der die ganze Zeit vor meiner Nase stand, den hätte ich ja getrunken. Das ist doch okay. Ich sehe keinen Grund, dass man den nimmt und wegschüttet. Ja klar, ich habe dafür bezahlt und nicht für die Cola Zero im Becher, aber bevor man die da nimmt und wegschüttet, dann hätten sie mir doch die trotzdem überlassen können. Oder nicht? Sehe ich da was falsch? Darf man das nicht? Ist das verboten? Dass man die nicht nimmt und dem nächsten Kunden verkauft, ist ja klar. Aber wenn man die schon einmal eingeschenkt hat und es darum ging und im System was falsch ist, ich an der Chefsstelle, ich hätte gesagt, hier ist die Dose und hier, die können sie noch mitnehmen, weil das haben wir noch nicht im System richtig drin. Da liegt noch ein Fehler vor. Das wäre doch cool gewesen. So wird jetzt jedes Mal die Cola genommen und in den Abfluss geschüttet, wenn jemand sagt, er möchte diese Dose. Das wollen wir jetzt mal aufmachen, diese Drecksdose, wegen der die Cola weggeschüttet wird. K-Wave, kalorienfreies, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk,
mit Pflanzenextrakten, Süßungsmittel, 0,25 Liter, Coke Zero. Hat ja auch noch hier Creations, nochmal so ein rotes Ding dran. Wie zeigt man die denn am besten, dass die gut aussieht? So, fürs Thumbnail, wir machen die jetzt auf. Nehmen wir einen kleinen Schluck, mal zu gucken, wie die schmeckt. Irgendwas Süßes, Bäriges ist da drin. Irgendwie so Gummitier-mäßig. Als würdest du eine Tüte Haribo essen. Also schmeckt auf jeden Fall anders als die letzte. Wir nehmen mal die Dose. Wir laufen mal mit der Dose kurz hier ums Auto rum und lassen Pupsi mal einen Schluck probieren. Möchtest du mal probieren? So, du sagst mir am besten dann gleich, wie es ist. Ich übersetze es, weil es ist ziemlich laut hier. Schmeckt gar nicht nach Cola, schmeckt nach Kaugummibären. Was? Wie so ein billiger Kaugummi. Wie billiger Kaugummi, Waldfrucht. Ja, aber wenn du jetzt, wenn du keine Cola erwartest und das Getränk an sich so trinkst, findest du dann, das ist gut, kann man trinken, schmeckt gut, geht. Gönnergy ist schlimmer. Gönnergy. Also ich fand die letzte fand ich schlimm, aber die finde ich, die ist sogar in Ordnung. Du musst jetzt weg von diesem typischen Cola-Geschmack und kommst halt jetzt an den K-Wave-Geschmack. Und was heißt denn K-Wave? Ist das die koreanische Welle, wo sowieso die so im Land der Süßigkeiten und so sind? Das ist die K-Wave. Ich finde das Design auf jeden Fall cool. Das Design gefällt mir. Das ist ein super Design. Der Geschmack ist eigentlich auch in Ordnung, obwohl das Zero ist. Ich mag die normale Cola Zero, die bestelle ich mir hier immer. Und die finde ich gut. Die würde ich sogar noch mal trinken. Wenn es die noch länger gibt, kann ich immer, wenn ich hier bin, mir für 200 Punkte so eine leckere Dose holen, weil die ist einfach cool. So. Dass jetzt die andere dafür weggeschüttet wurde, finde ich halt totale Schweinerei. Aber egal. Vielleicht habt ihr mehr Glück. Vielleicht passt das bei euch. Vielleicht ist das... Schreibt mal rein, wer sich die geholt hat für 200 Punkte, wie ist das bei euch gewesen? Gab es da auch so Probleme? Wie schmeckt die euch? Schmeckt die euch gut? Schmeckt die euch schlecht? Schreibt es rein. Ich trinke die jetzt noch aus. Ich würde sagen, peace out, Vorhaut, euer Ramses. So, bis zum nächsten Mal. Ciao.